Luis Suarez wirkt noch immer etwas schüchtern neben seinen Kollegen beim FC Barcelona, all den neuen Gesichtern. Nach seiner langen Sperre brauchte er eine Weile, um wirklich anzukommen. Grund dafür war der Biss bei der WM, der ihm endgültig das Image des Skandalstürmers einbrachte. Eine Aktion, die man diesem Mann gar nicht zutrauen würde. Die schlimmste Seite ist die, die ich auf dem Platz zeige. Ich musste mir alles hart erarbeiten und gebe immer alles im Spiel. Manchmal war das wohl zu viel. Aber meine beste Seite zeige ich neben dem Platz, wo ich versuche, der beste Vater der Welt zu sein. Lange hatte seine Familie ihm nur bei Spielen der zweiten Mannschaft zusehen können, weil Suarez wegen des Bisses lange gesperrt worden war. Mittlerweile darf er in der ersten Mannschaft ran, in einem Titelrennen, das wie im letzten Jahr wieder richtig spannend werden könnte. Es gibt 5 bis 6 Vereine, die ganz oben mitspielen können. Der spanische Fußball besteht nicht nur aus Real Madrid und dem FC Barcelona. Viele mischen mit. Atlético ist letztes Jahr Meister geworden. Das zeigt, dass auch andere Clubs konkurrenzfähig sind. An den Zielen der Katalanen ändert das nichts. Nach einer Saison ohne Titel wollen Suarez und Co. wieder Erfolge feiern. Wir sind auf dem Platz eine verschworene Einheit. Wir wollen alle das Maximum. Die Qualität dafür haben wir. Hoffentlich wird es eine erfolgreiche Saison.